Wenn Kalle dir die Holding überschreibt, will ich als gleichberechtigte Partnerin an deiner Seite sitzen. Du wirst sie ein für alle Mal los. Du musst nur unterschreiben. Was ist? Ich kann das nicht. Nicht. Es geht eben nicht. Aber es war doch so schön. Tut mir leid. Okay. Ja, dann. Ich gehe wohl besser. Rebecca. Das. Das hat nichts mit dir zu tun. Wir haben jetzt übrigens auch ein Motto für unsere Veranstaltung. Hilfe für afrikanische Waisenkinder. Was ist? Gefällt es dir nicht? Doch. Wie viele Gäste erwarten wir denn? Oh, wir haben ca. 100 Einladungen verschickt und die Hälfte hat auch schon zugesagt. Aber ich rechne damit, dass noch etliche Leute spontan kommen werden. Sieh, Carla, geht's dir nicht gut? Es wäre kein Wunder nach all dem Stress. Du solltest dir endlich Ruhe gönnen, jetzt, wo alles überstanden ist. Ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt. Die MS Freedom ist nicht gesunken. Die Waffen können jeden Tag in Lagos eintreffen. Aber du hast doch Ansgar gesagt, der Frachter... Das war ein Bluff. Ich konnte sein debiles Grinsen nicht mehr ertragen. Das heißt, er hat dich weiterhin in der Hand. Hören Sie, ich verlasse mich auf Sie. Das Geld geht heute noch auf Kallas Konto ein. Na, hoffentlich. Deine Schwester wird ihren Sessel räumen. Und wir beide werden gleichberechtigte Geschäftspartner. Ach, wie lange ich auf diesen Tag gewartet habe. Und ich erst. Das glaube ich dir sofort. Tu doch nicht so, Ansgar. Ohne mein Geld könntest du bis in alle Ewigkeit auf dieses Schiff warten. Du kriegst zwar nur 50% der Holding, aber dafür umso schneller. Weißt du, mich beruhigt einfach, dass du bei dieser ganzen Angelegenheit so ganz deinen eigenen Vorteil aus den Augen verlierst. Sobald das Geld auf Carlas Konto eingeht, gib mir der Polizei einen kleinen Tipp. Aber es ist doch hoffentlich kein Geld auf deinem Konto eingegangen, oder? Ich habe gerade mit der Bank telefoniert. Sie rufen mich an, sobald sich was bewegt. Wenn es eintrifft, dann... Dann haben wir ein echtes Problem. Und das Schlimmste ist die Warterei. Wir können nichts tun. Noch ist nichts passiert. Und solange es noch eine winzige Hoffnung gibt, gebe ich nicht auf. So schön es auch ist, wenn Carla in Handschellen von der Polizei abgeführt wird, wir sollten doch nie ganz unser eigentliches Ziel aus den Augen verlieren. Was ist eigentlich, wenn sie dir die Firma gar nicht überschreibt? Ich bitte dich. Ist doch alles nur eine Frage der Zeit. Soll sie doch die taffe Superlady spielen, solange sie will. Weil sie im Knast sitzt, wird sie einknicken. Sie wird darum betteln, ihre Anteile überschreiben zu dürfen. Komm rein. Nur, bis du deine Jacke angezogen hast. Wieso? Ich habe ein paar sehr, sehr interessante Wohnungsangebote für uns. Ah, ihr sucht eine Wohnung? Ja. Da wird's ja wohl langsam ernst, was?
Ja, ich kümmere mich dann mal um unser Öko-Projekt. Ach so, ja. Wegen meiner blöden Bemerkung im Schneiders. Ich bin Idiot. Schon vergessen. Du bist nicht mehr sauer? Du kennst mich ja. Ja, dann lass uns keine Zeit verlieren. Sonst sind die schönsten Wohnungen schon weg. Ach, Luise, gut, dass ich Sie sehe. Wir müssen ja noch einige Termine wegen der Charity-Aktion besprechen. Ja, darüber wollte ich auch noch mal mit Ihnen reden. Prinzessin Luise wird leider nicht persönlich anwesend sein können. Aber es war doch abgesprochen, dass Sie beim Empfang der Gäste die Begrüßung übernehmen. Ja, das hätte ich auch wahnsinnig gern getan. Deswegen tut es mir sehr leid, dass ich nicht dazu kommen werde. Ich dachte, die Sache läge Ihnen so am Herzen. Manchmal geht's darum, nicht immer. Selbstverständlich wird Prinzessin Luise weiterhin Schirmherrin der Veranstaltung bleiben. Gut. Dann lassen Sie uns jetzt die Waldensteig-Bilanzen durchgehen. Julia, lass mich nicht hängen. Ich brauche jetzt unbedingt deine Freundin. Du bist die Einzige, die ich noch habe. Ja, ich bin noch dran. Was ist jetzt? Kommst du? Luise. Wir müssen. Leider. Schade, dass Luise nicht dabei sein kann, aber sie ist im Pier beschäftigt. Das werden unsere Gäste schon verstehen. Entschuldige, mir kommt gerade ein furchtbarer Gedanke. Als du in Singapur warst, da war Tanja sehr daran gelegen, dass ich mich an ihrem Projekt für Afrika beteilige. Als ich ihr dann von meinem eigenen Projekt erzählt habe, da hat sie mit erstaunlicher Gelassenheit reagiert. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum. Stell dir vor, der Plan, dir den Waffendeal anzuhängen, der geht auf. Das Schiff mit den Waffen erreicht Lagos. Das Geld dafür wird auf dein Konto überwiesen. Und Ansgar und Tanja inszenieren in den Medien eine Schmutzkampagne, die ihresgleichen sucht. Mein Ruf als Firmenchefin wäre so oder so ruiniert. Ja, aber erst recht, wenn die Firma sich gleichzeitig in einem eigens für afrikanische Waisenkinder ins Leben gerufenen Charity-Projekt engagiert. Gott, ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Illegaler Waffenhandel als Hilfslieferung getarnt. Mir wäre am liebsten, wir könnten diesen ganzen Event abblasen. Aber dafür ist es wohl zu spät. Nein, da müssen wir jetzt durch. Ich werde sämtliche Firmenkonten sperren lassen und zeige mich selber bei der Polizei an. Ist das klug? Wer weiß, wo das alles hinführt. Es ist am besten, wenn man alles auf den Tisch legt. Ja. Ein Mitarbeiter hat angerufen. Es geht um eine Bewegung auf ihrem Konto. Danke. Hallo. Ist gerade nicht so günstig, oder? Die Transaktion ist total nach hinten losgegangen. Ein einziges Desaster. Hey, jetzt erzähl erst mal von Anfang an. Naja, Gregor hat sein Werkzeug mitgebracht. Ich habe Kaffee gekocht. Wir haben ein bisschen gequatscht. War eigentlich total entspannt. Fast wie in alten Zeiten. Dann war der Abfluss irgendwann frei. Wir waren immer noch gut drauf und sind drüber zu ihm. Und dann... Ja.
haben wir uns geküsst. Na also. Ja und? Er hat mitgemacht. Jedenfalls am Anfang. Es war einfach unbeschreiblich. Aber dann hat er plötzlich aufgehört. Einfach so. Hat mich so komisch angeschaut und ich wusste sofort, was los war. Hat an Luise gedacht. Seine Prinzessin. Verstehst du, ich war sofort abgemeldet, habe mich vor seinen Augen in Luft aufgelöst. Ich möchte mal wissen, was er ihn findet. Ich meine, klar, sie ist hübsch, aber das bin ich doch auch, oder? Außerdem liebe ich Gregor, während sie spielt nur mit ihm. Ich meine, sie ist eine Prinzessin, als ob sie sich jemals mit einem einfachen Kneipenwirt zufrieden geben würde. Oder könntest du dir das vorstellen? Nicht wirklich. Falsche Schlange. Ich würde dir am liebsten an die Gurgel springen. Hey, wenn du Dampf ablassen willst, dann mach das nicht bei mir, sondern bei ihr. Ich werde die Beine auseinanderbringen. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Also über zu wenig Staub kannst du dich diesmal nicht beschweren. Der Flur ist riesig, da kannst du Regale hinstellen ohne Ende. Dafür war die Küche ziemlich dunkel. Erdgeschoss eben, aber wofür gibt's Lampen? Ja, meistens bringt Spaß zu kochen, wenn man die ganze Zeit auf die Rückseite einer Zementfabrik starrt. Also ich fand die Wohnung atmosphärisch unglaublich dicht. Ja, genau so schmeckt dann auch das Essen. Und was ist mit dem Schiffsbodenparkett? Kirsche massiv in der ganzen Wohnung, das finden wir nicht nochmal. Ja, aber einen Balkon, auf dem wir im Sommer frühstücken können, das wäre mir lieber. Also auch gestrichen, ja. Naja, wir haben ja noch genug Alternativen, ne? Hey, du weißt doch auch, dass ich mich in unserer ersten gemeinsamen Wohnung wohlfühle, oder? Ja, natürlich. Ja, und wenn man Ansprüche hat, dann muss man eben ein bisschen länger suchen. Ich beschwere mich ja schon gar nicht mehr. Lust auf ein bisschen Koffein? Gerne. Dann finden wir unsere Traumwohnung. 7 Balkon und Blick auf die Alpen. Genau. Ja? 3,5 Millionen Euro. Damit kommen die nicht durch, niemals. Ich fürchte doch. Dieser Plan ist einfach zu raffiniert, als dass er scheitern könnte. Tja. Das heißt, du wirst Ansgar die Firma überlassen müssen. Nein, auf keinen Fall. Carla, das bedeutet Gefängnis, aber das ist ja wohl nicht euer Ernst. Wenn es nur um meine Position in der Firma ginge, dann vielleicht. Aber hier geht es um das Lebenswerk meines Vaters. Doch. Als ob Ansgar das interessiert. Ihm geht's doch nur um seinen Vorteil. Und ich bin mir sicher, er hätte keinerlei Skrupel, die Firma, seine schmutzigen Geschäfte auszunutzen. Siehst du? Und genau das müssen wir unter allen Umständen verhindern. Och, ich könnte deinem Bruder den Hals umdrehen. Rebecca. Ich glaube, ich weiß, warum du so abweisend zu mir bist. Schön für dich. Es geht um Gregor, nicht wahr? Du weißt jetzt, dass ich ihn auch kenne. Ziemlich gut sogar. Es tut mir leid, ich wollte dich damit nicht verletzen. Ich hätte dich schon eher eingeweiht, aber das ging nicht. Aber das hatte nichts mit dir zu tun. Hauptsache, ihre Durchlaucht hatte ihren Spaß. Ja, entweder kommen die Wohnungen nicht in Frage oder die Vermieter. Die Vermieter? Hm? Manche verlangen, dass du nebenher noch den Garten in Ordnung hältst oder aufs Baby aufpasst. Umsonst. Ja, sonst kommst du gar nicht erst in die engere Auswahl. Und einer, der hat sogar verlangt, am Wochenende mit seiner Mutter, die nebenan wohnt, einen Ausflug zu machen. Und die ist 87. So was nennt man wohl Familienanschluss. Ja. Ich habe mir das alles ein bisschen leichter vorgestellt. Hier ist sie. Unsere absolute Traumwohnung. Ich habe sogar schon einen Besichtigungstermin. Und wo ist diesmal der Haken? Es gibt keine. Die ist perfekt für dich. Erzähl. Okay, pass auf. Renovierter Altbau. 3 Zimmer, Küche, Diele, 2 Bäder, 86 Quadratmeter auf 2 Etagen, Innenstadtnähe, Parkettboden. Und jetzt pass auf.
35 Quadratmeter Dachterrasse. Wenn ihr sie nicht nehmt, nehmen wir sie. Wahrscheinlich ist sie unbezahlbar. Eben nicht. Sie liegt absolut im Rahmen. Unter 1000 Euro Kaltmiete. Wollen wir nicht doch lieber die Polizei anschalten? Dafür ist es jetzt leider ein bisschen zu spät. Aber würde es denn schaden? Wir haben keine Beweise. Und solange spricht alles gegen mich. Ich will zu meinem Kind. Tut mir leid. Hallo. Sie können Feierabend machen. Danke. Hallo, meine Süße. Mama. Oh ja, da bin ich. Mami. Ich hab dich so vermisst. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen uns jetzt einen ganz gemütlichen Abend zusammen. Ja? Ja. Ja. Auf die neue Ladenstellung, Holding. Mama. Und ihre beiden neuen Inhaber. Hm. Ja, Vaters Firma. Es ist dem alten Esel letztendlich doch nicht gelungen, mich um ein rechtmäßiges Erbe zu bringen. Es sei denn natürlich. Oh Gott, was machen wir denn, wenn Carla doch nicht auf unseren Deal eingeht? Um die besten Jahre ihres Lebens in einer Einzelzelle zu verbringen, das glaubst du ja wohl selbst nicht. Ah, wohl kaum. Mama, Katz, Mama. Egal, was passiert, deine Mama lässt dich nicht allein. Das verspreche ich dir. Ich verspreche dir, egal, was Ansgar vorhat, er wird uns nicht trennen. Trennen? Nein. Nein. Besorgen Sie mir die Aufstellung bis morgen Mittag. Wir haben schon viel zu viel Zeit verloren. Dabei gibt es eine so einfache Lösung, die finanziellen Schwierigkeiten des Fürsten. Hm. Rebecca, wir müssen reden. Bitte. Nur einen Moment. Als ich Gregor kennengelernt habe, da wusste ich nichts über ihn. Auch nicht, dass er mal mit dir zusammen war. Das hat er nie erzählt. Und als ich es dann erfahren habe, da konnte ich dir nichts über die Beziehung erzählen, weil Gregor noch gar nicht wusste, wer ich bin. Ich hoffe, das kannst du verstehen. Es war nie meine Absicht, dein Vertrauen zu missbrauchen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schwer es mir gefallen ist, nicht mit dir darüber zu reden. Du warst meine Freundin. Das bin ich auch jetzt noch. Das heißt, du willst, dann verzeihst du mir? Auch wenn's weh tut. Du und Gregor, ihr passt einfach besser zusammen. Und ich hoffe, dass wir trotzdem Freunde bleiben können. Da sind, würden Sie Sophia bitte nach oben bringen? Ja. Ich muss ganz schnell noch ein Schriftstück aufsetzen, dann bin ich gleich wieder da. Hm? Versprochen. Na, Schwesterchen, hast du dich entschlossen, unser Angebot anzunehmen? Oder ziehst du eine Einzelzelle vor, in der dich Sophia besuchen kann, wenn sie groß ist? Immer mit der Ruhe. Noch ist ja nichts entschieden. Noch, Schwesterchen.
Komm schon. Wenn man einen Royal Flush auf der Hand hat, kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Das hast du so schön ausgedrückt, Schatz. Oh, danke, Liebling. Warten wir es ab. Ja, wenn man nicht gleich die erstbeste Wohnung will, dann muss man ein bisschen Zeit investieren. Ja, ihr entschuldigt mich, ich habe noch etwas zu tun. Im Keller. Lass dir Zeit. Na, du kleines Monster, hast du Arne schön auf Trab gehalten. Braves Mädchen. Jetzt sag doch, was los ist. Wie jetzt? Ja, an jeder Wohnung hast du was auszusetzen, sogar eine Traumwohnung mit Dachterrasse. Ich bin einfach sehr, sehr müde. Hast du eine Ahnung, wie viele Wohnungen wir uns angeschaut haben? Das schlaucht. Ich glaube, dass es was anderes ist. Vielleicht willst du gar nicht mit mir zusammenziehen. Spinnst du? Warum würde ich mir denn dann den ganzen Stress antun? Sag du es mir. Ist es, weil du immer noch nicht weißt, wer Christinas Vater ist? Ich, Carla von Lahnstein, setze fest, dass Elisabeth von Lahnstein im Falle des Verlustes meiner Geschäftsfähigkeit bei geschäftlichen Transaktionen der Lahnstein Holding alleinig entscheidungsbefugt ist. Hörst du die Kleine gar nicht nach der Mami schreien? Ach, ich fürchte, der kleinen Sophia war von Anfang an bewusst, dass der Mami die Holding wichtiger ist als sie selbst. Armes kleines Ding. Was denn, Carla? Ist es so eilig, in den Knast zu kommen? Wenigstens nicht unschuldig. Du schreibst jetzt ein Geständnis, wie du den Waffendeal eingefädelt hast und wie das schmutzige Geld auf meinem Konto gelandet ist. Alles. Los! Wenn ich mich weigere? Dann knall ich dich ab.